Hallo Leute, was machen wir heute? Heute gibt's Kinderschaukelaufbau, Schaukelgerüst, wie man das aufbaut, was man da alles beachten muss, wie man das zusammenschraubt, wie das ausgelegt ist, wie man das Fundament macht. Also, es gibt einiges zu sehen, bleibt dran, wir starten jetzt durch. Jetzt packen wir die Schaukel mal aus. Die liegt schon seit einigen Wochen hier. Man sollte, sobald man sie geliefert bekommt, das Plastik gleich runternehmen, gleich auspacken. Das habe ich jetzt leider verabsäumt. Muss ich wahrscheinlich ein bisschen schleifen. Grundsätzlich ist das aber kein Problem, da das Holz imprägniert ist. Also wenn das ein paar Tage länger verpackt liegt, macht das soweit nichts. Also machen wir den nächsten Schritt, packen wir das aus. Jetzt werden wir das einmal alles auflegen und schauen, was da alles drin ist. Ausgepackt haben wir es. Da ganz vorne oben liegt der Querbalken, der kommt dann oben drauf. Die vier Seitensteher, das ist jeweils ein Dreieck, was aufgebaut wird. Das wird mit diesen Blättern hier versteift. Zusätzlich dann noch eine Querverbindung und unten eine Querverbindung. Die zwei kleinen sind dafür da, dass man den Querbalken dann von unten nach oben festschraubt. Zusätzlich sehen wir hier noch, das ist das ganze Schraubenset. Verschiedene Schrauben sind dabei. Also das sind 10x10 mm. Dann hat man 10x80 mm. Das sind 5x80. Noch kleinere Schrauben zu befestigen. Es gibt hier Plastik-Beilagscheiben und auch Abdeckkappen. Diese Abdeckkappen, die werden mitgeschraubt und der Deckel kommt dann oben drauf. Den Deckel gebe ich jetzt im ersten Moment nicht drauf, weil man das ja nach ein bzw. zwei Wochen nachschrauben sollte. Was es hier noch gibt, sind Bodenbefestigungsanker. Da ist das Material extra drin. Das sind die vier Einschübe, Halterungen für die Schaukeln. Ein bisschen Werkzeug braucht man, einen Akkuschrauber, einen Ratschensatz ist ganz gut, Maßband. Und was ich hier noch habe, das ist so ein Drainageschlauch. Ich wollte eigentlich ein Betonrohr verwenden, aber hatte ich jetzt nicht, deswegen verwende ich für mein Fundament ein Drainagerohr. Da kommen dann diese Metallsteher rein, die betoniere ich dort ein, aber das zeige ich euch. Das ist dann, ich schätze mal, im dritten Teil oder so. Es gibt die Sprungmarken unten, also schau einfach danach. Und jetzt bauen wir das auf. Als ersten Schritt legt man sich das am besten so auf, das wird das Gerüst, das Stehgerüst. Man schaut einfach, dass man unten den Abstand Innenkante mit 2,50 Meter hat und oben, ganz wichtig, 88 mm. Dort wird dann der Querbalken so eingeschoben. Schraube ich schon oben die Verbindungsblätter rauf und dann unten das Verbindungsblatt. Und schon ist ein Teil fertig und dann kommt der zweite Teil. Und das machen wir. Und den ersten Teil vom Dreieck haben wir aufgebaut. Die 88 mm haben wir links und rechts. In der Mitte haben wir jetzt einfach den Balken mal eingelegt, damit das passt. Jetzt kommt schon die nächste Ebene. Da haben wir einfach nur 27 cm muss der Abstand sein. Da schauen wir, dass wir das jetzt gleichmäßig verteilen. Bohren wieder die Löcher und schrauben die Schrauben rein. Und das machen wir jetzt. Das Gerüst ist einmal grundsätzlich jetzt aufgebaut. Jetzt brauchen wir das nur mal aufstellen, den Balken einhängen und dann sind wir schon ziemlich fertig. Was man nicht vergessen darf, bei den Balken muss man natürlich auch diese kleinen Metallrahmen hier einschieben. Das ist wichtig und das machen wir jetzt. Musik
So, und jetzt bauen wir das schon auf. Ich habe da wieder großartige Unterstützung. Und jetzt starten wir durch. Also jetzt brauchen wir nur mal den Querbalken oben einsetzen, den Querbalken dann fixieren und das machen wir jetzt. Ja, so wie ihr seht, das Gestell steht, jetzt wird das noch fixiert. Oben muss man den Abstand, dazwischen müssen 47 cm sein, hier 28, dann wieder 47. Ja, genau, und jetzt haben wir schon alles festgeschraubt. Und als nächstes starten wir jetzt durch mit dem Fundament. Ich habe ja schon vorbereitet, ich blende das jetzt kurz ein, wie ich das Fundament gemacht habe. Ja, als nächsten Schritt machen wir das Fundament für die Fundamentfüße. Also das ist ein Zubehörteil, das sind zwei Stück, ich habe vier davon, zwei liegen noch in der Schreibtruhe. Also die Idee ist, dass ich die Dinger einbetoniere in einem Schlauch. Ich wollte eigentlich ein Betonrohr verwenden, habe ich leider jetzt im Baumarkt nicht bekommen, deswegen nehme ich so einen, das ist ein Drainageschlauch, den nehme ich jetzt. Ein bisschen Eisen gebe ich noch rein, deswegen werde ich hier auch noch ein Loch bohren, damit ich das Eisen durchstecken kann und damit das mehr Halt hat. Und dann bohre ich gleich mal die Löcher. Also ich baue da überall ein Loch, damit ich das Eisen reingehen kann. Und das gehen wir jetzt an. Ich bin in der Werkstatt und jetzt werde ich auch schon diese Eisen anbohren. Also ich mache hier unten irgendwo ein Loch und da stecke ich dann das Eisen rein. Damit ich da einfach noch ein bisschen mehr Halt habe. Bin nicht sicher, ob man das braucht, aber ich mache das jetzt einfach mal. Also fahren wir los. Also die Löcher habe ich jetzt gebohrt, top. Und jetzt gehen wir wieder raus und geben wir die Eisen rein und dann schauen wir super gut aus. Die zusätzlichen Löcher habe ich gebohrt. Jetzt zwicke ich da ein Stück Eisen ab, schneide den Schlauch noch zu, mische den Beton und dann kann das einfach über Nacht trocknen. Vier Stücke mit 60 cm. Das ist die Idee. Da kommt das Eisen dann rein. Ja, perfekt. So machen wir das jetzt. Jetzt habe ich meine vier Stücke. Jetzt schneide ich noch die Eisen zu und dann geht es auch schon ans Beton zusammenmischen. Ein Bolzenschneider brauchen wir jetzt. Das ist so ein Stückchen, da kommt dann das Eisen, schiebe ich einfach so drauf, binde dann noch ein Draht rundherum und schiebe das Ganze hier ein. Das ist so ein bisschen lang, das werde ich jetzt noch ein bisschen kürzen. Mein Rohr. Nehme ich so ein. Perfekt. So schauen meine vier Stücke aus. Mit den Halterungen fürs Holz, was oben rausschaut. Und das wird jetzt mit Beton vollgefüllt. Was ich hier noch versuchen werde, ich werde das nicht ganz gerade reingeben, sondern versuchen, dass ich hier irgendwie einen Winkel habe, dass ich hier schräg bin. Weil das Holz ist ja auch, damit ich da ein bisschen eine Schräge habe und das gut festmachen kann. Das sind jetzt
meine vier Fundamente. Die muss ich jetzt nur mehr betonieren. Also so sieht das aus. Das schiebe ich dann schön rein. Ich will hier ein bisschen schräg sein mit den Winkeln hier raus. Deswegen werde ich es ein bisschen schief einbetonieren. Ja, das ist ganz cool. Also 60 cm haben die. So tief kommen es dann auch in die Erde. Ich habe einen Erdbohrer, deswegen sind es auch 80er. Mein Erdbohrer ist 90 cm. Also 90 mm Durchmesser, Entschuldigung. Damit unten nichts rausrennt, klebe ich das jetzt einfach zu. Im Hintergrund siehst du, ich habe schon Trockenbeton hergerichtet. Das ist so ein Fertigbeton, da braucht man nur mehr Wasser dazugeben. Das ist auch faserverstärkt, da sind kleine Fasern drin. Wichtig ist, dass man Schutzhandschuhe anzieht. Schutzbrillen habe ich natürlich auf. Handschuhe immer beschriften, links und rechts, damit man da nichts vertauscht. Und dann ist wichtig, zuerst Wasser reingeben, Beton dazu gut durchmischen. Am besten wäre natürlich jetzt einen Quirler. Ich finde meinen gerade nicht. Deswegen mache ich das Oldstyle mit einer Kelle. Und das machen wir jetzt. Und dann kann das Zeug über Nacht, fülle ich es ein und dann kann das fest werden. Und dann kann ich morgen weitermachen mit dem ganzen Projekt. Also ich mache den Zement, das Zement-Sandgemisch jetzt ein bisschen flüssiger, damit ich es einfüllen kann. Grundsätzlich sollte es ungefähr so feucht sein oder so eine Konsistenz haben wie feuchte Erde. Also das ist jetzt schon feuchter, aber das passt, damit ich mir leichter tue beim Einfüllen. Und jetzt füllen wir das auch schon ein. Spitze. Also aufgefüllt habe ich es. Wichtig ist auch, dass der Winkel, dass das hier schräg rausgeht. Also das ist schon ein Vorteil dann zum Festschrauben. Super, und jetzt lassen wir das über Nacht einfach trocknen und morgen geht's weiter. Ja, das Bohren mit dem Erdbohrer, das geht zwar, ist aber anstrengend, wenn Schotter, Steine und so drin ist. Deswegen Upgrade, ich werde jetzt mit dem Device vorbohren. Starten wir durch. Boah, also das Fundamentgraben ist ja mehr Arbeit als die Schaukel selbst aufzubauen. Also schaut's da mal, also so schaut das aus. So ist das Fundament, das werden wir jetzt mit Schotter vollmachen, stampfen und dann hält das. Also das sind alle vier Fundamente hier, genau, mit dem Erdbohrer vorgebohrt, das, wie es gegangen ist.
Und das werden wir jetzt so drehen und anpassen und dann direkt festschrauben an der Schaukel. Nachdem wir das festgeschraubt haben, kommt das dann direkt rein und dann kommt erst der Schotter drauf. Okay, dann machen wir weiter. So, und jetzt kommt das schon rein. Genau, jetzt 60 cm ist schon ein ganz tiefes Loch. Und dann machen wir das Gleiche. Zuerst wird das festgeschraubt am Holz und dann ausgerichtet und dann eingeschottert. Und zum Schluss werden wir noch ein bisschen Erde drauf tun. Das Fundament ist jetzt einmal fertig. Du siehst, was wichtig ist, dass das Eisen da nicht drüber rausschaut, dass man sich da nicht verletzen kann. Was auch gut ist, dass das in der Luft ist und das Holz nicht direkt Kontakt hat zur Erde, sonst fängt es da unten zum Morschen an. Ja, und jetzt können wir den Deckel können wir zumachen. Ja, das ist diese Plastikdinger. Naja, okay, und jetzt kommt hier Schotter rein. Zuerst müssen wir schauen, dass das in der Waage ist, waagrecht, dass das alles ausgeglichen ist. Und dann Schotter rein, stampfen und dann ganz am oben Erde und ein bisschen ein Rindenmulch tue ich drauf, damit es da einfach nicht, damit man sich da nicht verletzen kann, dass man nicht zum Beton kommt, dass man das nicht sieht. Alles klar. Nächster Schritt, bald wird geschaukelt. Schotter ist drin, jetzt kommt noch eine Erde drauf. Nass gemacht, damit er schön nachsitzt. Gestampft. Super. Okay Leute, wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen nach oben, wenn du was Neues erfahren hast oder Informationen brauchst oder so, schreib es unten in die Kommentare und sonst wünschen wir dir einen wunderschönen Tag noch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Super, danke Vater. Perfekt.